Heute im Morgenkreis sprechen wir über unsere Gefühle. Guten Morgen, liebe Kinder, und schön, dass ihr wieder zum Morgenkreis da seid. Das freut mich sehr. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, kam gestern kein Morgenkreis. Und das liegt daran, dass ich wieder bei uns in der Kita angefangen habe zu arbeiten. Mein Urlaub ist vorbei und jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, Videos für euch zu drehen. Aber dafür kommt jetzt jeden zweiten Tag ein Video von mir und somit ein Morgenkreis. Bevor wir mit unserem Thema anfangen, wollen wir erstmal unser Begrüßungslied singen. Also, los geht's! 1, 2, 3. Wir wollen uns begrüßen und winken uns dann zu. Und winken uns dann zu. Wir klatschen in die Hände und rufen laut Hallo. Wir wollen uns begrüßen und winken uns dann zu. Und winken uns dann zu. Wir klatschen in die Hände und rufen laut Hallo. Ja, wie gesagt, heute dreht sich bei uns im Morgenkreis alles um die Gefühle. Und anfangen wollen wir mit einem tollen, tollen Lied über das Fröhlichsein. Und Fröhlichsein heißt auf Englisch to be happy. Und da gibt es ein ganz tolles Lied. Und das zeige ich euch jetzt. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, do all three. Hooray! Mensch, glaubt ihr, wir können das Ganze auch auf Deutsch machen? Mal schauen. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Bist du fröhlich und du weißt es, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du fröhlich bist und weißt es, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du fröhlich bist, dann du... Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann weißt es ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei. Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei. Hurra, wenn du fröhlich bist, dann weißt es ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alles drei. Hurra! Aber es gibt natürlich nicht nur das Fröhlichsein als Gefühl. Es gibt noch so viele andere Gefühle. Und um die Gefühle besser kennenzulernen, gehen wir jetzt zu mir an den Basteltisch. Komm mit! So. Wir basteln jetzt ein Gefühlsbarometer. Und für das Gefühlsbarometer brauchen wir bloß Stifte, eine Schere, ein Glas, rotes Papier und weißes Papier. Anfangen wollen wir mit dem weißen Papier. Das müssen wir zuerst einmal so in der Länge knicken.
Damit wir genau wissen, wo wir schneiden müssen. So. Und auf der Linie schneiden wir das Papier jetzt ab. So. Und guck mal, ob mein Glas die richtige Größe hat oder ob es ein bisschen zu groß ist. Zu groß. Dann machen wir die Striche einfach. Und so brauchen wir ein Bleistift. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und jetzt malen wir Gefühle auf diese verschiedenen Bereiche hier. So, hier habe ich jetzt aufgemalt. Fröhlich sein, traurig sein, wütend sein. Ich habe Langeweile, ich weiß nicht, was ich machen soll. Verliebt sein und keine Lust haben. Und die bekommen jetzt alle eine Farbe. Fröhlich male ich gelb. Traurig sein male ich blau. Wütend sein bekommt rot. Langeweile kriegt orange. Verliebt sein kriegt rosa. Da habe ich leider nur so einen dünnen Stift, aber ich bin mir sicher, ihr habt zu Hause bestimmt einen rosa Buntstift oder einen Filzstift. Dann sieht das noch viel schöner aus. So. Und das letzte bekommt grün. So. Und den Rest schneide ich noch ab. So, fertig. Und jetzt fehlt nur noch ein Pfeil. Dafür habe ich hier so eine Wäsche. Eine Büroklammer. Noch besser als eine Wäscheklammer, aber eine Wäscheklammer habe ich jetzt gerade nicht, die ich nicht brauche. So. Und dann wird ein Pfeil gemalt. Und der wird dann ausgeschnitten. Und dann kann der Pfeil an das Gefühlsbarometer gesteckt werden. Heute bin ich fröhlich. Ach cool, jetzt könnt ihr ja euer Gefühlsbarometer an eure Zimmertür hängen und immer zeigen, wie ihr euch gerade fühlt. Wundervoll. Jetzt zum Abschied habe ich euch noch ein kleines Gedicht mitgebracht. Und zwar ein Gedicht über die Gefühle. Los geht's. Eins. Zwei, drei. Manchmal bin ich traurig und manchmal bin ich froh. Manchmal bin ich zornig
ist dann nun mal so. Manchmal bin ich lustig. Und manchmal vor Freude ganz wild. Manchmal bin ich leise, empfindlich und mild. So geht es allen, ob groß oder klein. Und wichtig ist zu wissen, du bist nicht allein. Manchmal bin ich traurig und manchmal bin ich froh. Manchmal bin ich zornig. Das ist dann nun mal so. Manchmal bin ich lustig, vor Freude ganz wild. Manchmal bin ich leise, empfindlich und mild. So geht es allen, ob groß oder klein. Und wichtig ist zu wissen, du bist nicht allein. So, und das war's auch schon für heute mit unserem Morgenkreis. Wir singen jetzt noch unser Abschiedslied und dann wünsche ich euch viel, viel, viel Spaß beim Spielen. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen und gehen was Schönes spielen. Das Video, das ist vorbei, doch das mag uns nicht stören. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen, auf Wieder, Wieder, Wiedersehen. Wir sehen uns bald schon wieder. Tschüss!